Man muss schon ein sehr gutes Auge haben, um die kleinen, drahtigen Figuren in Magdeburg zu erkennen. Schnobens werden sie genannt. Und sie befinden sich an den verschiedensten Orten. Doch sobald Gordon Hanschmann einen neuen Schnoben aussetzt, wird dieser sofort entfernt. Das frustriert den jungen Künstler sehr. Schnobern funktioniert nur im städtischen Kontext. Und ich finde es eine falsche Art von Wertschätzung, wenn Leute vorbeikommen, um den abzuschrauben, um sich den vielleicht zu Hause hinzuhängen, anstatt sie den einfach dort lassen, wo er hingehört, damit sich mehrere Leute daran erfreuen können, statt nur ein paar. Gordon Hanschmann, Gewinner des Jugendkulturwettbewerbs 2012, ist Künstler mit Leib und Seele. Zu Hause hat er sich ein kleines Atelier eingerichtet, in dem er sich der Malerei und der Bastelei widmet. Über 100 sogenannter Schnobens hat er schon erschaffen. Also Schnobern leitet sich erstmal ab aus einer Klamottenserie, die ich mal gemacht habe, aus Schnürsenkeln und Bandanas. Da kam so der Ursprung her von kreativen Ideen und Schnurrbart, es war ein Name, entdeckt. Und Schnurrbart an sich entwickelte sich eigentlich nur aus einer ganz, ganz anderen Idee. Ich habe versucht, eine menschenähnliche Gestalt herzustellen und wollte das erstmal in Miniaturform machen. Und dabei kamen diese Kreise zustande und ja, dieser einfache Körper. Die andere Idee war schnell verpufft im Kopf und der Schnurrbart war halt da, sozusagen, ja. Und dann ging es weiter in allen möglichen verschiedenen Formen, Variationen, Größen mit kleinen Anhängern oder anderen Schnurrbarns zusammen. Ja, irgendwie war es dann witzig, hat Spaß gemacht und man konnte sich ausleben. Sich durch Kunst ausdrücken zu können, ist, was Gordon möchte. Gelernt hat er das von seinen Eltern. Also ich habe früh mitbekommen, dass man sich durch Kunst ausleben kann. Meine Ma hat es mir vorgemacht, saß morgens sonntags am Frühstückstisch zum Beispiel mit 3 Leinwänden und hat da Farbe drauf gekleckst. Ja. Das fand ich immer toll. Ja, irgendwann habe ich das natürlich auch versucht, mich an Stencils oder Graffiti rumprobiert und ja, da auch irgendwie versucht, meinen Weg zu finden. Was mir vielleicht aber auch nie wirklich glückte. Da gibt es einfach sehr, sehr gute Leute, wo ich mich vielleicht auch dran gemessen habe, wieso auch immer. Er hatte da nicht das Verständnis von Form und Farbe. Ich konnte die Buchstaben nicht tanzen lassen. Irgendwann habe ich dann aber trotzdem was gefunden, meinen Schnurrbart, dass ich mich halt auch auslassen konnte. Gerade nach einem schweren Todesfall in meiner Familie, wo ich ja, Wochen nicht schlafen konnte und einfach auch ziellos in der Stadt rumgeirrt bin, war das natürlich das Schönste, da was gefunden zu haben, wo man sich auslassen konnte, ohne was laut sagen zu müssen und wo andere Leute halt auch ihre Emotionen reininterpretieren konnten. Das war das Schöne. Sie sitzen auf Toilette, schlagen Purzelbäume oder balancieren auf dem Seil. Hinter jeder Figur steckt eine Aussage. Die Kunst ist nur, diese zu erkennen und auch wahrzunehmen. Gordon selbst hätte nie damit gerechnet, dass er durch seine Schnurbens nun in aller Munde ist. Gut findet er das aber eigentlich nicht. Also verrückt ist es alle Male. Gerechnet hätte ich damit niemals. Also als ich da anfangs ein paar kleine Schnurms rausgebracht habe, hätte ich ja niemals gedacht, dass ich da auf einmal in allen Medien stehe und da halt auch so ein Hype drum gemacht wird. Also bin da eher peinlich berührt als alles andere. Das ist verrückt. Wenn Gordon eine neue Figur in die weite Welt setzt, ist das oft nicht ganz ungefährlich. Sie soll da ja möglichst nicht wieder entfernt werden. Schnurrbart ist ein Teil von mir. Er spiegelt meinen Alltag wider, egal in welcher Situation ich mich dort auch befinde. Und er transportiert es nach außen, ohne dass ich es laut aussprechen muss. Schön ist, im städtischen Kontext kann ich damit halt auch andere Leute aus dem Alltag entreißen, ohne ihnen unmittelbar ja, meine Emotionen aufzudrücken. Sie können sich dort ganz eigene reininterpretieren. Gordon hat eine Alternative zu Graffiti und Co. gefunden. Hauptvorteil, es ist legal und zieht keine Sachbeschädigung mit sich. Nachteil ist aber, dass es sehr schnell wieder entfernt werden kann. Also, falls ihr mal einen Schnurrbart entdeckt, bitte nicht mitnehmen. Yes.